Ja, guten Abend zusammen, grüße euch zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Düsseldorfer gegen die Kölner Haie. Im Stand 2:3. Wir haben dann Ergebnisse vor Iserlohn, besiegt München 4:2, Hannover, Krefeld 0:3, in Augsburg besiegt Wolfsburg 6:3. Heute waren 10.106 Zuschauer im ESS-Dom. Zu meiner linken Gästetrainer Uwe Krupp, zu meiner rechten Christian Brittig. Herr Krupp, Ihr Statement. Ja, guten Abend. Ich denke, wir haben das Spiel gesehen, was wir erwartet haben. Ein kampfbetontes Eishockeyspiel. Das waren für uns Punkte, die wir uns hart erkämpfen mussten und hart für gearbeitet haben. Wir waren, wie gesagt, vorbereitet auf ein Spiel, wo Düsseldorf von Anfang an am Anschlag spielen wird. Das haben die gemacht. Die beste Phase der Düsseldorfer kam im ersten Drittel. Besonders der Start war sehr gut. Und wir haben uns dann im Laufe des Spiels immer besser in unser System reingespielt, haben uns einige Vorteile erkämpft, mussten natürlich auch oft in Unterzahl spielen. Ich denke, gerade unser Penalty Killing war heute maßgeblich daran beteiligt, dass wir am Ende hier die Punkte gewinnen konnten, mit einmal in 4 Minuten und einmal 5 Minuten in Unterzahl. Wie gesagt, viel, viel Arbeit heute für unsere Mannschaft, aber ich glaube, dass ich bin stolz auf die Art und Weise, wie die Jungs gekämpft haben und sich das Spiel nach dem 0-2-Rückstand nochmal gedreht haben und bis zur letzten Sekunde bekämpft haben. Danke. Vielen Dank. Christian, dein Statement. Ja, guten Abend alle zusammen. Ja, ich denke, dass wir sehr gut angefangen haben heute, dass wir auch gute Beine gehabt haben, auch von den Kombinationen hier war wirklich gut. Im zweiten Drittel habe ich teilweise mit das beste Eishockey in diesem Jahr gesehen von unserer Mannschaft, auch von den Kombinationen. Es ging hin und her. Ich denke, das war auch für die Zuschauer heute ein super Spiel. Was natürlich schade ist im letzten Drittel, aber das hatten wir auch letzte Woche gegen Krefeld. Dann bekommst du diese Powerplay-Situationen. Ja, dann ist Thomas Göttl auch noch weg, Ritterball weg. Dann musst du mit 2 Sturmreihen 9 Minuten Powerplay, dann versuchen die natürlich alles, aber dann war auch der Akku leer und Köln aggressiv in Unterzahl, haben uns natürlich keine Zeit, keine Räume gegeben, dass wir uns einmal ein bisschen aufstellen könnten oder konnten. Aber ich bin so stolz auf diese Truppe, also wenn man heute da an der Bank draußen stand und vor dir sitzen dann wirklich nur noch Juniorenspieler und die kommen raus und die geben wirklich 100% und das war Leidenschaft pur. Und wir hatten Köln ja, fast so weit, sage ich jetzt einmal, den absoluten Top-Favoriten, dass wir vielleicht einen Punkt ergattern hätten können und das spricht für die Mannschaft und auch die Fans. Super, wie die hinter der Mannschaft standen. Das gab uns wirklich Energie, weil sonst denke ich, wären wir auch heute nicht so weit gekommen. Aber nochmal Respekt an die Mannschaft. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es Fragen an beide Trainer? Matthias Rötters, Bild-Zeitung. Eine Frage an beide Trainer. Wie habt ihr die Schiedsrichterleistung heute gesehen? Eine Frage nach der Schiedsrichterleistung an beide Trainer. Was denn willst du zuerst? Ich schüttle nicht den Kopf. Ganz gerade der Kopf. Und ich kann Schiedsrichterleistungen nach dem Spiel also nicht mehr kommentieren, weil ich schaue mir es auf dem Video an, es geht so schnell und auch jetzt nicht gegen den Schiedsrichter oder irgendwas, aber es ist wirklich so. Du brauchst da Zeit und schau es auf dem Video an, bevor du da irgendwas sagst, wo du nicht sicher bist. Deswegen frage mich morgen nochmal. Ja, ich kann mich dann eigentlich nur anschließen. Ich glaube, es gibt immer in jedem Spiel, besonders wo viel in unserer Liga wird sehr viel körperbetontes Eishockey gespielt. Wenn du gegen Düsseldorf spielst, musst du darauf vorbereitet sein, dass ein körperbetontes Eishockey gespielt ist. Und wo viel Körper gespielt wird, gibt es immer viele umstrittene Entscheidungen, die jede Interpretation der Fans. Christian hat eine andere Perspektive, ich habe eine andere Perspektive. Wir sehen es alle etwas anders zum Teil, aber im Endeffekt haben die Schiedsrichter heute ihr Spiel gepfiffen und ich glaube nicht, dass die Schiedsrichter im Endeffekt am Endresultat im Spiel entscheiden beteiligt haben. Gibt es weitere Fragen? Maike Scher, NRZ. Was ist mit Manuel Strodel? Frage nach Manuel Strodel.
Schulter, wissen wir noch nicht genau. Thomas Gürtel, Rücken, unterer Rücken. Sind noch zwei, drei andere Spieler angeschlagen. Also für den Sonntag wird es schwierig. Ja. Können sich die Juniorenspieler bereit machen, brauche ich wahrscheinlich ein, zwei von den Junioren. Thomas Schulz, WZ. Ja, frage ich noch einmal kurz an beide Trainer. Szene im ersten Drittel hat für viel Aufsehen gesorgt. Alexander Weiß hat eine Verletzung markiert. Danach dann logischerweise Ritterwall aus dem Spiel genommen. Aber Alexander Weiß hat sofort weitergespielt. Können beide Trainer da genauere Aufschlüsse geben? Eine Frage nach der Ritterwall-Szene im ersten Drittel. Abgezocktheit oder Unsportlichkeit? Spannende Frage. Wie gesagt, ich denke nicht, dass irgendwo Absicht war. Ich denke, der wollte eben, weil der Cross reingeht, Richtung Schläger stören, schlagen, wie auch immer. Hat die Hand getroffen. Du bist für deinen Stock verantwortlich. So denke ich, ist die Regelauslegung. Ja, ich denke, man kann 2 plus 2 geben, man kann 5 geben. Das ist das Ermessen von den Schiedsrichtern, wie der die Verletzung auch sieht. Ich empfinde die Fragestellung als eine Beleidigung dem Alexander Weiß gegenüber. Das ist kein Spieler, der auf irgendeine Art und Weise eine Verletzung vortäuscht. Wenn jeder, der sich im Eishockey auskennt, und ich weiß nicht, wie weit das bei Ihnen der Fall ist, weiß, dass Sie hier und da mal einen Schlag auf die Hand bekommen, verlieren die Kraft in der Hand für ein paar Sekunden, manchmal dauert es für eine Minute. Christian hat es gehabt, ich habe es gehabt als Spieler. Unser Betreuer hat ihn sofort behandelt, so wie ich das gesehen habe. Daraufhin hat er ein paar Minuten später seinen nächsten Wechsel gehabt und hat das Spiel auch dann zu Ende gespielt. Ich bin mir sicher, dass der hat keine ernste Verletzung gehabt. Wenn der Arm gebrochen wäre, hätte er nicht weiterspielen können. Aber auf der anderen Seite hat er schon was gehabt. Er ist nicht aufs Eis aus irgendeiner Phantomverletzung gefallen, so wie das hier in der Fragestellung angedeutet wird. Also ich halte das für absolute Frechheit dem Spieler gegenüber und man sollte sich genau überlegen, wie man, was man sieht und wie das interpretiert wird von außen. Ist dann vielleicht sinnvoll, dass die Schiedsrichter da Möglichkeiten haben, vielleicht noch mal kurz zu warten, bevor sie eine Entscheidung treffen, also wirklich klar ist, weil es ging ja offensichtlich nur um einen Wechsel dann. Sie wissen es wahrscheinlich dann besser als ich, wie viele Wechsel der Alexander Weiß verloren hat. Ich weiß nur, dass der Spieler im ersten Moment Schmerzen hatte. So wie das viele Spieler, im ersten Moment, ich habe Spieler heute gesehen, der sah aus, als wenn er Manuel Strodel komplett ohnmächtig war und ist dann aber wieder aufgestanden mit einer Schulterverletzung. Also ich glaube, der Spieler hat im ersten Moment eine Reaktion, die kann man ihm nicht antrainieren, die kann man auch nicht ihm sagen, wie er sich da zu verhalten hat. Der empfindet den Schmerz oder keinen Schmerz oder ist ohnmächtig oder hat eine Schulterverletzung. Der bleibt dann entweder liegen oder er steht wieder auf und kann weiterspielen oder kann nicht weiterspielen. Aber die Frage ist eine Frechheit gegenüber dem Spieler. Gibt es weitere Fragen, freche oder normale? Dann wünsche ich den Kölnern, dass sie pünktlich nach Hause kommen und wir sehen uns wieder am kommenden Freitag gegen Nürnberg. Schönen Abend.